Hallo YouTube, euer Kerge mal wieder am Start und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer kleinen Runde eines mehr oder weniger neuen Projektes, eines neuen Forza-Projektes, das ich starten möchte. Und das heißt ganz einfach Touristenfahrten. Das heißt, wir sind Geschäftsmann, der beruflich in Kelberg zu tun hatte, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was man beruflich in Kelberg zu tun hat. Aber wir hatten einfach mal was zu tun. Das war gestern. Und heute haben wir den ganzen Tag Zeit, bevor heute Abend der Bus wieder fährt nach Hahn, wo dann der Flieger geht und wir wieder nach Hause kommen. Und bis dahin sind wir hier am Ring, haben Bock zu fahren, aber kein Auto. Was machen wir also? Genau, wir leihen uns was. Wir mieten uns was, wir gucken uns um, wo wir was herbekommen können. Und es gibt irgendwo in der Nähe einen Renault-Händler, der uns freundlicherweise einen Megane zur Verfügung stellt. Und wer sind wir schon, dass wir mehr verlangen würden? So, wir sind ausnahmsweise mal allein auf der Strecke, ist einfach noch früh morgens, da ist nicht viel los. Und wir sehen uns dann gleich mal gemeinsam an, wie dieses Auto sich verhält und welche Zeit wir damit in den Asphalt gebrannt kriegen. So, wir sind angekommen im Herzen der Eifel mit unserem Leih-Megane. Und wollen jetzt mal gemeinsam herausfinden, was wir damit denn wohl hinbekommen hier. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz nett, das Teil. Gerade auch vom Auspuff her ist ja bei Turbomotoren jetzt nicht unbedingt gesagt, dass die gut klingen, aber in diesem Fall hier ist es wohl durchaus so. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher wegen der Version, muss ich sagen. Also ich weiß wohl, dass es einen Renault Megane gab, der vor nicht allzu langer Zeit den Streckenrekord für frontgetriebene Serienfahrzeuge hier in den Asphalt gebrannt hat. Ist inzwischen auch schon nicht mehr wahr, da gibt es wohl inzwischen noch was Schnelleres. Aber immerhin, eine Zeit lang war dieses Auto hier der schnellste Fronttriebler auf dem Ring, der schnellste Serienfronttriebler auf dem Ring. Und hat auch so manchen Sportwagen, so manchen in Anführungsstrichen echten Sportwagen, das Fürchten gelehrt. Und ich muss sagen, ich kann es verstehen, das Teil geht wirklich, wirklich gut um die Kurven hier, muss ich sagen. Ist vom Motor her, ja, wir haben noch ganz gut Zug, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, das ist schon in Ordnung. Aber im Moment beeindruckt mich eher das Kurvenverhalten, muss ich gestehen. Ich mache hier mal ein bisschen vorsichtig, ist ja nicht unser Auto. Sehr schön, kaum untersteuernd hier raus beschleunigt. Das nenne ich Abstimmung vom Feinsten. Das macht Spaß, mit dem Auto hier zu fahren. Ja gut, jetzt haben wir natürlich keine Gegner hier, die wir kommentieren könnten, die mal wieder irgendwelchen Blödsinn machen. Wir fahren ja aktuell nur gegen die Zeit. Und die macht selten was anderes als durchlaufen. Großartig driften können wir hier jetzt auch nicht. Ja, ich denke, mit dem Auto hier wird das wohl eine relativ unspektakuläre Runde. Aber man weiß ja, gerade die nicht aufregend wirkenden Runden sind häufig die schnellsten. Also bin ich wirklich mal gespannt, welche Zeit wir hier gleich verewigen. Sehr stabil hier rumgefahren, wirklich sehr stabil. Also Leute, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr in diesem Spiel kaufen sollt und ihr habt noch keinen Megane in der Garage stehen, greift zu. Ich spreche hiermit die Empfehlung aus, das Teil ist wirklich super.
In Forza 4 hatte ich mal so einen als Rennumbau auf Klasse A. Der ging immer ziemlich gut in den Dings hier im Virus-Modus. Müsste ich hier eigentlich auch mal wieder aufbauen. Ist eine gute Basis für einen Rennwagen. Bisschen tiefer legen, große Flügel dran. Und gegebenenfalls vielleicht noch einen größeren Turbo drauf. Das Teil braucht nicht allzu viel. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir hier die Mutkurve einfach mal mit Vollgas nehmen. Jo, das geht ganz gut. Mit knapp 190 darum. Ja, hier könnte er wirklich ein bisschen mehr Kraft vertragen, also wenn schon Rennumbau, dann vielleicht ein bisschen breitere Schluffen drauf und irgendwas am Motor gemacht. Für ein Alltagsauto ist das okay, denke ich, aber für so einen Rennwagen, da könnte man durchaus noch ein bisschen mehr rausholen. Wir sind jetzt seit knapp 5 Minuten unterwegs. Ich habe jetzt leider nicht so wirklich im Auge, wie weit wir bei dieser Zeit schon sein sollten. Ob wir jetzt gut unterwegs sind, ob wir nicht so gut in der Zeit sind, ich weiß es gerade einfach nicht, sage ich ganz ehrlich. Das werden wir dann sehen müssen. Na, lass dich hier mal reinfallen. Schön hier um die Steilkurve rum, ums Karussell. Kann man auch sehr schön rausbeschleunigen, wenn man die Kurve richtig nimmt. Hier hätte ich schon mal weiter von außen ausholen können. Aber gut, das ist jetzt nicht die einzige Stelle, an der man sehen könnte, dass das hier nicht gerade die bestmögliche Runde wird. Aber ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut, wie das Heck mitlenkt bei der Kiste. Wenn immer ich einbremse, kommt das Heck so ein bisschen raus. Nicht so, dass ich sagen würde, dass es ein Drift ist. Aber so, dass es beim Lenken wirklich unterstützt. Und das ist sehr, sehr schön bei einem Fronttriebler, muss ich sagen. So, noch fahren wir eine saubere Runde. Das ist ja eigentlich schon mal immer ein gutes Zeichen, denke ich mal. Okay, ich sag nichts. Ich hätte es nicht beschreien dürfen. Ich hätte es einfach nicht beschreien dürfen. Das habe ich nun davon. Na, vorsichtig mit dem Körb. Ich habe schon die Zeit versaut, ich will aber nicht das Auto in den Graben setzen. Das würde ich gerne vermeiden. So, wir nähern uns dem Ende des Ganzen. Mal gucken, dass wir hier möglichst schön rausbeschleunigt kriegen. So, vierter Gang. Und jetzt einfach mal laufen lassen. Mal gucken, wie schnell die Kiste wird. So, da haben wir schon mal 220 auf dem Tacho. Das ist nicht schlecht. Würde mich ja schon interessieren, ob wir einen sechsten Gang haben, eventuell. Jo, haben wir.
Ich bleibe aber beim fünften. Ja, ich denke mal, das war doch jetzt ein netter Auftakt. Wir haben ja auch nur 9 Minuten für die Runde gebraucht. Das war wahrscheinlich... Ja, war wahrscheinlich nicht so pralle. Da geht mehr, da wäre wirklich mehr gegangen. Aber ich wollte jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. Die Kiste möglichst nicht auf die Wiese setzen. Ist mir dann jetzt doch einmal passiert, leider. Aber naja gut, dem Auto ist ja nichts passiert dabei. Ist nur eine ungültige Zeit geworden. Ja... Ist jetzt nicht allzu tragisch, denke ich mal. Was haben wir gefahren? Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Was sind wir gefahren? 8 Minuten 50.009. Ja. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das ist. Das wird sich dann zeigen in Zukunft, wenn wir noch mit anderen Autos fahren. Ich würde sagen, ich mache hieraus erstmal wieder eine Pilotfolge, also sprich eine Folge 0. Und wir sehen uns dann... Falls euch das ein bisschen Spaß gemacht hat, hierbei zuzusehen, wie wir mit einem ungetunten Auto über die Nordschleife brettern, da sehen wir uns dann gegebenenfalls in der nächsten Folge wieder, würde ich mich sehr freuen. Und wer Lust hat, kann ja auch mal einen Kommentar hinterlassen und einfach mal einen Vorschlag geben, mit welchem Auto wir denn mal fahren sollen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Kerge.